Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fitness Update hier auf Sport Express. Mein Name ist Peter Burianek, ich bin Personal Trainer und Online Coach und dein Ansprechpartner, wenn es um Themen geht, Training, gesunde Ernährung und positives Mindset. Meine Aufgabe und mein Ziel ist es in diesen Videos hier auf Fitness Update, dir Übungen zu zeigen, die du mit eigenem Körpergewicht immer und überall durchführen kannst, die dich stärken, die dich stabiler machen, die deinen Gleichgewichtssinn stärken und die dich einfach geiler aussehen lassen. Sagen wir es, wie es ist. So, und heute geht es um ein ganz spezielles Thema, nämlich um Lunges, Ausfallschritte. Und wie der Name schon sagt, sind es Schritte, die für die Beinmuskulatur sehr wichtig sind, aber auch wieder fürs Gleichgewicht. Ich liebe Übungen, die fürs Gleichgewicht wichtig sind und nicht, wo du einfach nur ein Gewicht von A nach B ziehst und sitzt und dich nicht bewegen musst. Hier verbrennst du auch wesentlich mehr Körperfett, als wenn du einfach nur Hanteln bewegst. Das sei mal gesagt. So, was machst du? Worauf achtest du bei Ausfallschritte? Ziel ist es, das ist mal die Grundbewegung, die wir machen. Wir gehen von unten nach oben. Aber jetzt passiert es oft, dass das Knie sehr weit nach vorne geht über die Fußspitze. Oder aber, dass das Knie, wenn man sich hochdrückt, nach innen geht. Ja? Wenn du eine schwache Po-Muskulatur hast oder eine schwache Rumpfmuskulatur, dann ist es oft so, dass man sich mit den inneren Adduktoren hilft und dass das Knie nach innen geht, wenn ich nach oben gehe oder nach unten. Das sollte aber nicht passieren. Wir müssen darauf achten, dass das Knie immer direkt über dem Fuß ist. Und wie gesagt, auch nicht über die Fußspitzen geht, sondern einen rechten Winkel aufweist, wenn du unten bist. Das ist gesund fürs Knie. So wollen wir das erreichen. So. Und dann ist wichtig, dass das hintere Knie den Boden nicht berührt. Das heißt, wechseln wir mal das Bein und die Seite. Ich gehe hier runter. Achte darauf, dass das Knie 90 Grad aufweist, wenn ich am Boden bin. Und ich bin relativ aufrecht mit dem Oberkörper. Und ich atme immer aus, wenn ich nach oben gehe. Weil man immer beim schwierigeren Teil einer Übung ausatmet. Und dann gibt es Split Squats. Das heißt, gesplittete Kniebeugen. Dazu nehme ich jetzt einen Stuhl zur Hand. Den du bestimmt auch zu Hause hast. Und dann legen wir das hintere Bein mit der Fußoberseite drauf. Und jetzt gehen wir nach unten und führen eigentlich genau dieselbe Bewegung wieder aus. Nur dass du jetzt komplett dieses Bein belastest, das natürlich etwas schwieriger ist. Außerdem dehnst du hier viel mehr die Hüfte, die Beckenmuskulatur, was auch ein wichtiger Punkt ist. Ausatmen beim nach oben gehen. Ich empfehle dir hierbei immer auf einen Punkt zu achten und dich nicht viel herumzubewegen. Dann hast du viel mehr Gleichgewicht. Das heißt, ein Sessel kann viel mehr, als dass du nur drauf sitzt. Er hilft dir auch, deine Beine zu stärken. So, und ich bedanke mich jetzt für dieses Video, fürs Zusehen und freue mich, wenn du mir folgst im Social Media Bereich. Da bin ich zu finden auf Coach, als Coach Peter Burianek. Wir sehen uns und wir hören uns.